Hallo und herzlich willkommen zurück. Da war ich gerade ein bisschen voreilig. Zu einer weiteren Runde Battle Isle, der Andosia-Konflikt. Wir haben noch 3 Minuten auf der Uhr, aber ich bin ein Rebell. So. 3 Minuten. Kannst mich mal. Brauche ich nicht. Ha! Wir warten im Moment eigentlich nur noch auf das Ende der Mission. Wir haben hier 3 Bomber, die diese Akademie bombardieren werden. Die wird wahrscheinlich nächste Runde fallen. Das U-Boot bombardiert diese Akademie und ich hoffe, dass dieses Schlachtschiff dann auch mithelfen kann. Das zweite U-Boot hat leider nicht genug Reichweite. Also es kommt nicht mehr so nah ran, weil das U-Boot hier schon den Platz blockiert. Und wenn diese beiden Akademien weg sind, dann... Ja, dann... ist diese Mission vorbei. Zerstören Sie alle Akademien auf Mirth. Und ich sehe keine mehr. Oder übersehe ich was? Ich hoffe, ich übersehe nichts. Okay, pass auf. Ich muss jetzt als allererstes, werde ich jetzt mal speichern. Ich habe ein bisschen Angst. Dass ich jetzt diese Mission beende und es stellt sich raus, alles, was hier auf der Insel ist, verschwindet und ich muss alles komplett neu bauen. Das wäre... Oh, scheiße, diese Langstreckenbomber. Okay, ja, die brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Egal, jetzt sind sie da. Ich tanke hier nochmal das Schiff auf. Würde ich gern, wenn das denn gänge. Da geht's. Das geht nicht, das kann ich noch auftanken. Ja gut, ich versuche Zeit zu schinden. Feuer frei. Ja, das waren die ersten 3 Schuss. Die haben jeweils noch einen. Das war's. Erste Akademie down und jetzt geht's der letzten an den Kragen. Na, ein bisschen kann sie noch. Ein bisschen hält sie noch aus. Also, pass auf. Mach mal Platz hier. Lass das Schlachtschiff mal manövrieren. Ja, der kommt nicht nah genug ran. Also nicht in dieser Runde. Aber müsste, wenn ich das richtig sehe, in der nächsten Runde... Ja, in der nächsten Runde sein Schussreichweite. Also jetzt ist sein Schussreichweite, aber er hat keine Schüsse mehr. Deswegen, nächste Runde. Okay, aber wir können jetzt schon mal anfangen, die Ghosts wieder einzusammeln. Oh, nein, das wollte ich nicht. Dann haben wir die schon mal von der Backe. Dann sind wir schon mal bereit für die nächste Mission, was auch immer das sein wird. Also... ich habe so eine grobe Idee. Ich glaube, bis hierhin bin ich tatsächlich ein einziges Mal in meiner Karriere als Battle Isle-Spieler gekommen. Ich weiß nicht, soll ich die Flugzeuge... Ich schicke die Flugzeuge alle nochmal zurück. Also diese Exterminators. Die Ghosts... Na gut, die haben nicht genug Reichweite. Der sowieso nicht. Der auch nicht. Die haben jeweils 2-mal geschossen. Ja, das sind die auf dem Pfad, die jetzt die gegnerischen Einheiten alle sichten. Das ist mir aber relativ egal. Die sind gerade erst angekommen, die schicke ich trotzdem wieder zurück. Aber wie gesagt, wenn hier nachher alles verschwindet auf dieser Insel, dann bin ich ganz schön gearscht. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Ich hoffe mal, dass es nicht der Fall ist. Ich glaube auch, dass es nicht der Fall ist, aber... mal schauen. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, wo die nächste Insel erscheint, die nächste Kampfinsel. Schauen wir mal, wie die Mission sich hier weiterentwickelt. Ja, ich glaube, das war's. Wir können jetzt eigentlich nur noch mit den beiden hier schießen und darauf warten, dass die Akademie da den Abflug macht. Hier kann ich eh nichts mehr machen. Der ist auf dem Rückweg, alles super. Ja, dann Runde beenden. Ihr taktischer Zug hat gerade geendet. Gucken, ob er irgendwo noch schießen kann und das auch tut. Ich habe ein bisschen Sorge gerade, dass der hier tatsächlich in irgendeiner Schussreichweite drin ist. Ich hätte auch eben mal nachgucken können, ob hier irgendjemand noch angeschossen ist und Reparaturen braucht. Irgendeins von diesen Schiffen.
Ich meine, ich hätte alle angeschlagenen Schiffe zurückgeschickt. Der hier, guck mal an, der kann aber noch... Kann ich den so? Ja, ich kann ihn auf den Pfad schicken, während ich nicht im Bewegungsmodus bin. Gut zu wissen. Okay, die sehen aber alle noch relativ fit aus. Nur Energie muss ich hier und da mal wieder auffüllen. Das mache ich gleich mal. Also erstmal werde ich hier natürlich den Auftrag erteilen, alles an Feuer auf die Akademie zu lenken. Gucken, was könnte es... Das war's. Das war's. Einen Schuss brauche ich noch. Die haben jeweils beide noch einen. Okay. Es muss Rutherford geschmerzt haben, ihr Labor zu verlieren. Ihre Chance auf ewige Jugend. Mag sein, dass ich ihr Dasein jetzt zur Folter gemacht habe. Das darf mich nicht berühren. Wir haben ihre Truppen von Barlan verjagt. Und jetzt ist Präsidentin Caro an der Reihe. Ich weiß nicht, wer ihr als Präsident nachfolgen wird. Ich kenne nur drei Leute, die den Job nicht machen werden. Caro, Rutherford und ich. Das Ganze kotzt mich an. Und Rutherford tut so, als hätte nicht sie den Krieg begonnen. Ihre diplomatischen Erfolge gleichen ihre Verluste auf dem Schlachtfeld mehr als aus. Jede Niederlage gehört zu ihrem Plan. Denn ihren Sieg muss ich erst recht verhindern. Sie hat mir Caro zum Fraß vorgeworfen. Und ich werde fressen. Was wird hier gespielt? Der einzige natürliche Zugang zu Caros Basis auf der alten Vulkaninsel Ladan liegt im Süden. Die Kraterwände entlang der Küste sind nicht bezwingbar, wenn man von drei schmalen, gut bewachten Stränden absieht, von denen man zu den Flak-Batterien kommt, die den Luftraum überwachen. Wenn wir diese Stellungen bezwingen können, fällt die Insel an uns. Und von Caro bleibt, was sie verdient. Nichts. Milop-Konsole, Revision 05345 wird gestartet. Na, da schau her. Oh, okay, da war irgendwie gerade die W-Taste eingeklemmt. Also nicht wirklich die Taste eingeklemmt. Also, Moment, ich muss gerade nochmal checken. Vernichten Sie Caros HQ. Das ist... erstaunlich. Also das hier, was ich... Haha, jetzt macht es auch Sinn, dass ich nicht angreifen konnte. Das macht jetzt natürlich Sinn. Und hier wird schon eine neue Akademie gebaut. Was ist denn da los? Ja gut, dann ist es ja gut, dass ich hier schon mal die Verteidigungsanlagen ausgeschaltet habe, falls das jetzt überhaupt noch der Fall ist. Falls das so bleibt, falls die nicht jetzt quasi mit dieser Mission neu gespawnt sind. Ich werde das mal checken müssen. Finde ich ein bisschen merkwürdig, dass ich... Also, das habe ich tatsächlich vergessen. Ich weiß, dass danach noch eine Mission kommt oder später noch. Ich weiß nicht, ob direkt danach, weil offensichtlich habe ich diese Mission völlig verdrängt. Da gibt es tatsächlich noch eine komplett neue Kampfinsel. Aber das hier ist ja jetzt... Okay, bin ich gespannt. Mal schauen. Ich werde mal... Oh, du fährst mal hier rein und tankst mal auf. Ich glaube, den hier habe ich auch zurückgeschickt, weil der angeschlagen war. Jawohl. Ja, diese Pfade kann ich jetzt natürlich vergessen, die ich da gelegt habe. Ich werde trotzdem mal so einen Speer aussenden. Ach, das Transportflugzeug wieder rein. So, schicken wir uns doch mal so ein Exterminator dahin. Zu checken, ob hier... Nee. Verteidigungsanlagen sind quasi immer noch weg. Das heißt... Gegnerische Einheit gesichtet. Was denn? Wo denn? Wie denn? Wer denn? Snake-Schützenpanzer. Lass mich in Ruhe, da. Das heißt, ich habe ihn hier quasi schon besiegt. Ich muss nur noch...
paar Flugzeuge hier hinschicken und das Hauptquartier kaputt machen. Das ist echt zu einfach. Und jetzt habe ich wirklich Angst, weil das hier nicht sofort alle verschwinden, das macht Sinn, aber wenn ich dann die nächste Mission geschafft habe... Oh nein, mach keinen Scheiß. Oh nein, mach keinen Scheiß. Jetzt baut der da einen Hafen hin. Ich glaube es ja wohl. Och, nee, ne? Leute, Leute, Leute. Ja, jetzt muss ich den Hafen zerbomben und hoffen, dass ich meinen Flugzeugträger dabei bin, wenn ich nicht verliere. Ja, ich glaube, es haut aber hin. Das könnte noch gut gehen. Ja, ich glaube, der Flugzeugträger kriegt nichts ab. Na komm, ein Schuss noch. Wollen wir noch einen, der schießen kann hier? Moment. Mal weg von der Küste. Ah, ich kann ihn schon wieder bewegen. Juhu. Brauche ich den ja gar nicht zerstören. Na egal. Jetzt habe ich ihn zerstört. So, den hier auch ganz schnell weg, bevor der auf die Idee kommt, da irgendwas zu bauen. Das ist ja das Mieseste überhaupt. Da baut der mich einfach zu. Gut, aber... Oh Gott, ich habe zwei Bomber vergessen. Oh, scheiße. Da müssen die rein. Oh Gott, jetzt... Ja, als ob das jetzt so clever war, den da wieder hinzuziehen. Aber die sind beide drin und ich fahre ihn wieder so weit weg, wie es geht. Ah, okay, das glaube ich müsste reichen. Gut, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob diese Insel hier beim nächsten Zug verschwindet mit allen Einheiten, die in der Nähe sind, deswegen... Ja, deswegen werde ich diese Flotte hier erstmal von der Insel wegziehen, dass die mir nicht verschwinden. Werde die in die Nähe dieser Insel ziehen, weil diese Insel ist im Moment im Fokus. Und ich gehe mal davon aus, dass die nicht in der nächsten Runde verschwinden wird. Weil ich da ja jetzt im Moment eine Mission auszuführen habe. Das ist immer so eine Sache. Man, ich taktiere gerade mit Spielmechaniken. Das gefällt mir eigentlich nicht so gut. So von wegen, welche Insel verschwindet und welche Einheiten verschwinden. Das ist eigentlich nicht so schön. Aber es geht nicht anders. Ich muss da echt drauf achten. Weil das ist mir schon mal passiert und das ist echt ärgerlich, wenn er so... Hier, so eine Flotte, wenn die einfach weg ist, weil das Spiel entschieden hat, dass diese Insel nicht mehr wichtig ist und von der Karte radiert wird. Oder so wie es mir in diesem Let's Play ja auch schon mal passiert ist, als ich da wusste, dass er meine Insel angreift und da plötzlich meine Schiffe verschwunden sind, meine Zerstörer. Unverschämtheit. So, die Schiffe, wie gesagt, alle erstmal in diese Richtung, die können sich nicht mehr bewegen, okay. Ja, und so lange muss ich auch warten, bis ich die Mission erfülle. Wobei ich das wahrscheinlich sowieso nicht so schnell schaffen würde. Da sind meine Exterminators, die tanke ich alle gerade mal auf, dann können die wieder los. War's das? Ja, ich glaube, das war's. Sehr gut, dann warte ich kurz ein Minütchen, bis die alle wieder voll sind. Und dann gehen die wieder auf Tour. So, da muss ich gerade mal gucken, ich habe... Das hier war, glaube ich, der Hinweg für die Flugzeuge. Kann das sein? Nee. Das war der Hinweg für die Schiffe, siehst du mal. Das hier war der Hinweg für die Flugzeuge. Moment, gerade nochmal schauen, wo dieser Pfad lang führt. Hier und dann hier, genau. Und das ist genau der Pfad, den ich nicht mehr brauche. Oder... Doch, nee, ich lösche den Pfad mal komplett. Den Hinweg für Schiffe brauche ich eigentlich ja auch nicht mehr. Weil da hinten sollen die Schiffe ja nicht hinfahren. Lösche ich den einfach auch mal. Jetzt habe ich noch den Rückweg für Schiffe hier und den Rückweg für Flugzeuge. Das passt schon. Und ich mache mir noch einen neuen Hinweg für Flugzeuge. Da möchte ich gleich die Exterminators draufsetzen. Die werden... Ja, eigentlich kann ich die direkt... Ah, ich setze den einfach mal dahin. Dann habe ich die ja schon mal... direkt vor der Hütte.
müsste ja eigentlich innerhalb von 2 Zügen erledigt sein. Gerade mal gucken, ob die wieder voll sind. Energie und Gesundheit ist voll, raus damit. Energie, Gesundheit, super. Ja, alles super. Sieht gut aus. Sieht auch gut aus. So, war's das? Habe ich noch mehr? Das war's. So, jetzt sind natürlich wieder 2 dämliche Transporter mit rausgekommen. Warum auch immer der die immer wieder mit rausschickt. So, die dürfen jetzt nicht mehr allzu viele Bewegungspunkte haben, aber die Energie ist wieder voll. Ja, dann warte ich, bis die angekommen sind. In der nächsten Runde ziehe ich dann nochmal meine Schiffe zurück da vorne. Und dann bin ich eigentlich auf der sicheren Seite. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich sehr. Ach, guck mal. Ich dachte, die kämen noch ein bisschen weiter, aber... Oh, der könnte aber noch ein bisschen weiter hier. Moment, den schicke ich gerade noch mal ein bisschen nach vorne. Kann ich die eigentlich auch hier so auf den Pfad setzen, oder? Nee, ich muss so einen Wegpunkt anklicken, das ist das Problem. Deswegen hatte ich da eben einen Wegpunkt in die Mitte des Pfades gesetzt, aber... Gut. Ja, der hier kann auch noch ein Stückchen. Komm. Ist nach vorne. Wegpunkt anklicken. Nur noch eine Minute. Ach, scheiße, ich hab... Nein, oh nein. Halt an. Ich hatte den, ja, ausgewählt, aber... Nicht im Wegpunktmodus. Mann. Ja, komm, was soll's. Dann beenden wir hier mal den Zug. Ihr taktischer Zug hat gerade geendet. Ich nehme an, dass er jetzt hier massivst am Produzieren ist. Aber das wird, so wie ich das sehe, ein schneller Schlag. Ich werde hier in and out in no time, wie man so schön sagt. Mit meinen Bombern ordentlich einen raushauen. Hm. Beim Hauptquartier bin ich mir nicht sicher. Das hält einiges aus. Ich glaube, das Hauptquartier hat relativ viel Lebensenergie, wenn man so will. Gucken, wie viel hat denn Mainz eigentlich? Ne, 600, das ist gar nicht so viel. Das ist gar nicht so viel. Ich dachte, es hätte mehr. Die Gebäude haben alle so 400, 500, 600. Ja. Okay, ne, gut, dann sollte das tatsächlich relativ bald vorbei sein. Gut, Moment. Erstmal um die Schiffe hier kümmern. Ich zieh die hier so nah wie möglich ran. Das müsste eigentlich schon reichen, so wie die hier stehen. Das ist, glaube ich, schon okay. So, der ist noch am weitesten hinten. Diese beiden hier machen mir noch ein bisschen Sorgen. Das heißt, in dieser Runde sollte ich den Auftrag noch nicht erfüllen. Aber in der nächsten Runde bin ich da sehr zuversichtlich. Dass es zumindest möglich ist. Ob ich das, also, das ist, oh, der kann gar nicht mehr schießen. Guck mal an. Okay, dann stelle ich den einfach schon mal da in die Ecke. Guck mal an, der kann tatsächlich da schon gar nicht mehr schießen. Aber der kann. Ach, der ist nur eingekeilt, okay. So, guck mal, wie viel Schaden hat der denn gemacht? Oh, das hält sich aber in Grenzen, du. Das war jetzt nicht so der Wahnsinn. Na komm, beweg dich. Ja doch, das geht aber schon gut voran. Ja, ich glaube, eine zweite Runde brauchen wir da nicht. Moment, habe ich hier nicht irgendwo... Genau, da war der Rückweg für Flugzeuge. Da können wir den auch mal draufsetzen. Den hier auch. So, der schießt nächste Runde noch. Der kann auch diese Runde noch schießen.
Der kann nicht mehr schießen. Na gut, nächste Runde. Okay, ja, fast. Ich habe ihn fast. So, der auf den Rückweg. Jawohl. Und die beiden hier setzen nächste Runde noch einen Schuss ab. Dann müsste das eigentlich schon gewesen sein. War das mal eine sehr, sehr, sehr schnelle Mission. Das ist Runde 2 dieser Mission. Also 3 Runden müssten eigentlich reichen. Und die Runden? Ihr taktischer Zug hat gerade geendet. Sind sehr kurz. Er hat aber auch nichts, was er mir entgegensetzen könnte. Überhaupt nichts. Ich finde prinzipiell, also er hatte hier ein paar Medusen, aber ich hätte prinzipiell eigentlich hier mit dem Flugzeug mitten durchfliegen können. Vielleicht mit ein paar Schiffen hier außen so die 2, 3, vielleicht 4 Medusen abschießen. Und drin wäre ich gewesen. Und gut, jetzt habe ich das alles schon in der letzten Mission gemacht. Schad ja nix. Ihr taktischer Zug hat gerade begonnen. Wollte gerade sagen, ich hatte ein bisschen Sorge gerade, dass der jetzt schon wieder hängt, aber ne. Okay, dann hole ich mir mal die letzten Einheiten ran. Oh, Flugzeuge hatte ich alle drin. Moment, gerade mal die Flugzeugträger checken. Es sind 100, 100, 100 und 100. Ja, Flugzeuge hatte ich alle mitgenommen. Landeinheiten hatte ich nicht. Damit sollte von dieser Insel hier alles weg sein. Habe ich hier noch ein getauchtes U-Boot irgendwo vergessen? Ich hoffe nicht. Gerade mal auf die Map gucken, da müsste eigentlich ein... Wenn, dann ein grüner Punkt irgendwo sein. Nee, sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, kann der noch was? Ja, ein Stückchen noch. So, nur zur Sicherheit alle noch was zusammenrücken. Bisschen kuscheln. Gerade mal gucken, kann hier noch... Oh, das wollte ich nicht. Kann hier noch irgendjemand schießen? Schießen? Ja, den Hafen will ich, glaube ich, nicht zerschießen. Ach, ich halte einfach mal irgendwo drauf, weil ich glaube, das bringt Erfahrungspunkte. Na gut. In der Not schieße ich auch auf ERPs. Was denn eigentlich mit meinen ganzen Schlachtschiffen? Ich glaube, 3 habe ich auf den Rückweg geschickt, oder? So, einfach mal auf irgendwas schießen, um die Schüsse loszuwerden. Der hat noch einen Schuss übrig. Hat der noch einen Schuss übrig? Ja, ich glaube, der hat einen Schuss. Übrig. Ich habe gerade gesehen, ein U-Boot hat da Energieprobleme. Ja, da war auch nicht mehr viel. Gerade nochmal nachtanken überall. Oh, jetzt hat der Energieprobleme, alles klar. Schicken wir dich zurück. Hallo? Nee, hat er nicht genommen. Sonst würde das Symbol da auftauchen. Na gut. Alles klar, dann schicke ich hier nochmal einen Spider durch. Alles auftanken, was geht. Genau, der hier hat Energieprobleme. Okay, jetzt hat der auch Energieprobleme. Ja, doch gut, dass ich so viele Spider dabei habe. Okay. Das müsste aber jetzt dann reichen. Weil die beiden hatte ich jetzt schon aufgetankt, den hier noch nicht ganz. Der da vorne könnte noch was vertragen. Komme ich da hin? Ja. Okay, damit habe ich auch alle Schiffe wieder aufgetankt. Passt sehr gut. Hier gerade noch irgendwo ein Flugzeug gesehen. Nicht, dass ich hier einen Exterminator noch vergesse, das wäre auch blöd.
Ja, guck mal, jetzt ist das Hauptquartier hier geschützt. War das letzte Runde auch schon geschützt? Weiß ich gar nicht. Egal. Egal. Okay, dann würde ich sagen, ich speichere trotzdem lieber nochmal ab. Wo sind wir denn? Kellys Antwort. 4:35. Jetzt komme ich komplett durcheinander. Karos letztes Gefecht. Was diese 1 dazu bedeuten hat, weiß ich leider nicht. Aber egal, das ist ja nur der Speicherstand. Und? Der letzte Schuss auf das Hauptquartier? Oder nicht? Wir werden es erleben in der nächsten Folge. Jawohl, die Zeit ist schon wieder rum. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.